Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lightning Returns. Im Ladebildschirm bekommen wir, also wenn wir das Spiel wieder starten, das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal, dieses Bild und wir bekommen den aktuellen Auftrag bzw. unsere aktuelle Hauptmission nochmal zusammengefasst. Finde ich besser als diese GZSZ-Zusammenfassung in Teil 2, weil die waren ja sowas von schlecht. Aber das finde ich schön. Ich meine, man muss das Spiel auch loben. So, ich drücke jetzt mal die Starttaste oder die Menütaste. Weil hier die Zeit nicht weitergeht. Ja. Also ich muss sagen, ich wurde nach meinem Ersteindruck gefragt und wie soll ich finde, dieses Spiel spielt sich wahrscheinlich am besten alleine. Und drauf los. Also ich bin unglaublich froh, dass ihr dabei seid. Das dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen, aber es ist am Anfang sehr viel, sehr hektisch. Diese Uhr macht mich wahnsinnig, ne? Und ich versuche ja, das alles so gut zu komprimieren wie möglich. Das heißt, ich bin mit einem Auge auf dem Spiel, ich bin mit einem Auge auf dem Lösungsbuch und ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte das Lösungsbuch einfach beiseite treten und mein eigenes Ding machen. Aber mir gefällt es irgendwie nicht, wenn ich dann hier rumlaufe wie der letzte Depp. Und dann wurde ich auch gefragt, was hältst du von dem Lösungsbuch? Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Sie haben es schwarz gemacht. Und ich habe alle Collectors Lösungsbücher von Final Fantasy 13. Der erste Teil ist in weiß und das ist so ein dickes Softgummi, der Umschlag. Und die Schrift da drauf ist in Silber glänzend. Und bei 13.2 ist es genau dasselbe. Ich meine, das Lösungsbuch zu 13.2 war auch schon schlecht, weil es gibt auf den einen Seiten gibt es den Lösungsweg und auf der anderen Seite gibt es die Karten. Und man muss immer die ganze Zeit hin und her blättern. Und das haben sie in Lightning Returns in diesem Lösungsbuch nochmal perfektioniert. Sie haben insgesamt, lasst mich nicht lügen, 1, 2, 3. Ja genau, man muss zwischen drei verschiedenen Dingen hin und her blättern. Man hat entweder die Möglichkeit, so eine Kurzzusammenfassung des Tages zu kriegen, was man, also wo man zu welcher Uhrzeit zu sein hat. Dann gibt es das einmal in ausführlich, also das ist in kurz. Dann gibt es das einmal in ausführlich für die Hauptmission. Und dann muss man nochmal umblättern. Ihr merkt schon drei Finger im Buch. Ne? Nochmal umblättern für die Nebenmission. Und dann ist man auch nie wirklich gewahr, ob man die jetzt schon schafft oder nicht. Weil der Text daneben ist so klein und ätzend. Also ich finde es unglaublich schäbig. Und und dann gibt es noch eine andere interessante Seite. Das ist nämlich, wann man wo welches Outfit bekommt. Wenn ihr wollt, das sind zwei Seiten. Die kann ich abfotografieren und bei Facebook online stellen. Weil ich glaube, das ist wirklich das einzig Sinnvolle neben diesem Missionsguide. Ja. Und dann gibt es auch nochmal einen Ultima-Guide. Aber, ach genau, hier. Ultima-Lösungsweg. Aber das ist erst, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Dann gibt es das Spiel Plus und, ach, keine Ahnung. Jedenfalls versuche ich, halt mit einem Auge zu gucken, dass ich halt alles mitnehme. Weil ich will ja so viel wie möglich zeigen. Ich habe ja nur den einen Durchgang. Und das ist dann auch noch mein erster. Und ich finde dieses, also, ne, es ist unglaublich schlecht gelöst. Ne, man muss immer hin und her blättern. Und dann hat man ja auch noch die Zeit im Nacken, ne? Das ist ja auch noch dazu. Und das haben sie ja bei 13.2 hatten sie das ja genauso gemacht. Also ich muss wirklich sagen, das Lösungsbuch von Final Fantasy 13 ist das beste Lösungsbuch dieser Reihe. Weil da hat man die Karte, man hat die Kisten, man hat die Gegnerinformation und die Bossinformation. Alles beisammen. Auf einem Überblick. Man blättert die Seite auf, man hat die Doppelseite, man hat alles sofort im Blick. Alles, komplett. Und manchmal, ne, ist das Gebiet dann so groß, da kann man das dann nochmal überblättern. Ne, und mit den Missionen zu 13, da gab es dann klar, ne, die man machen kann in dem Levelbereich, waren alle zusammen aufgelistet. Und alle die man dann erst machen kann, wenn man wieder zurückkommt, also man
kann ja auf der Archetesteppe nur bis zu einem bestimmten Punkt leveln, wegen Kristarium nicht erweitert und so weiter und so fort. Die Erweiterung gibt es ja erst, wenn man, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Batandelus getötet hat. Dann gibt es ja erst die Erweiterung, davor ist das ja voll. Und nach der Erweiterung könnte man eigentlich noch weitere Missionen lösen. Aber dann kommt man ja storytechnisch in Kapitel 11, ist das glaube ich, oder ist das schon 12? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall erstmal wieder weg von Puls. Und dann kann man erst in Kapitel 13 wieder zurück. Und das haben sie genau so aufgegliedert, dass man die ersten 7, 8 Missionen, die man vorher machen kann, sind schön hintereinander in diesem Buch. Ne? Da, wo es hingehört. Und ich meine, das hätte man hier genauso gut machen können. Klar, ich finde diesen Short Guide finde ich gut. Ne? Den kann man ja lassen. Aber dann kann man doch die Haupt- und die Nebenmission kann man doch zusammensetzen. Ich meine, für die Leute, die das Spiel schon kennen, die schlagen den Short Guide auf und sind fertig. Die wissen, wo sie hin müssen. Aber jeder andere, ne, der hat keine Ahnung, wo er hin muss. Besonders, die haben jetzt hier Luxerion, haben sie auf einer Seite abgebildet, diese Karte davon, und haben die wichtigsten Punkte für die Hauptmission markiert. Wo wäre das Problem gewesen, wenn man für die Nebenmission da Punkte hingesetzt hätte? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Also das ist... Ne? Ich meine, diese bilden diese Karte für die Hauptmission, also auf 1 und 2 zweimal ab, auf 4 nochmal, dann für 5 auch nochmal und da eben bunte Punkte reinzusetzen für die Nebenmission, ich weiß nicht. Hätte ich gut gefunden. Aber naja, egal. Wir folgen jetzt erstmal der Hauptmission. Wir wollen nämlich... Entschuldigung. Oh, Hilfe. Wir wollen diese Buchstaben sammeln. Glaube ich. Obwohl, hier steht gerade, dass wir zwischen 0 und 1 Uhr Kapitel 1.2 verellen beenden sollten. Das haben wir ja gemacht. Und zwischen 1 Uhr und 2:30 haben wir die Möglichkeit, die Altstadt zu erforschen. Gehen Sie nach dem Osten zur Altstadt. Ja, das habe ich ja angenommen. Na, ich glaube, wir sollen einfach nur Kisten sammeln. Das kommt ja auch noch dazu. Die Kisten sind gar nicht eingezeichnet in diesen Lösungswegkarten hier. Das kommt auch noch dazu. Es gibt ein Poster, ungelogen, ein Poster, größer als mein Schreibtisch. So lang und breit. Und da sind die Kisten eingetragen. Das heißt, im Grunde, na, muss man für das, also pro Seite von diesem Poster, das ist doppelt vorne und hinten, ne, sind zwei Gebiete. Und die muss man sich quasi irgendwo, weiß ich nicht, hinkleben, damit man weiß, ah, da sind die Schatzkisten. Ne, und das ist so schlecht gemacht. Ich meine, wo ist das Problem, Schatzkisten in die Karte einzutragen? Oder ich war einfach zu blöd und hab's noch nicht gesehen, aber nein. Da spielt sie das konsequent durch. Aber immerhin Händler sind eingezeichnet. Aber auch nicht immer. Nur manchmal. Wenn man den gerade braucht. So. Wir sind am Bahnhofsplatz. Und ich würde jetzt gerne... also, genau. Hier ist die Altstadt. Hier sollen wir uns mal ein bisschen umgucken. Und das heißt tatsächlich Südviertel. Ich habe mich echt damit vertan, weil ich dachte, ne, das wäre dann Süd. Aber nee, das ist Süd. Die ziehen das wirklich durch. Und es gibt zwei Orte, das habe ich auch schon gelesen, an denen man die Dinger, also diese Zahlen, nicht findet. Daher, keine Ahnung. Also ich denke mal, wir laufen jetzt erstmal in die Richtung. Ich bin doch in der richtigen Richtung. Nein, ich bin natürlich in der falschen. Ich bin in die andere. Und wir wollen rennen. Mit dir kommt das Ende. Ja, 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 ja. Bla, bla, bla. Oh, guck mal, die Katze. Kann man mit dir reden? Nein, kann man nicht. Okay. Ich glaube, wir sind hier falsch. Obwohl, provisorische Passage. Ja, das trifft es ganz gut mit dem Plastik hier links und rechts. Marktplatz. Was haben wir denn hier für einen? Waffen und Schilde kaufen. Okay. Das haben wir ja schon.
Und für alles andere haben wir kein Geld. Das ist toll. Oh, thanks a lot. Wofür denn? Was hast du denn? Be, friend. Fertigkeiten synthetisieren? Ach, du Scheiße. Okay. In Magielaboren kannst du deine Fertigkeiten durch Synthese mit Fertigkeiten derselben Kategorie und Stufe verbessern. Verarbeitest du beispielsweise Stufe Feuer 1 mit einem weiteren Stufe Feuer 1, erhältst du eine stärkere Version der Fertigkeit. Okay. Sobald eine Fertigkeit ihr Stufenpotenzial erreicht hat und durch Synthese nicht verstärkt werden kann, wird sie mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet, zum Beispiel Stufe Feuer 1, drei Pfeile nach oben. Passive Fähigkeiten können auch synthetisiert werden, wenn eine Fertigkeit ihr Stufenpotenzial erreicht hat. Okay. Die Parameter defensive Fertigkeiten wie Blocken und stärkere Fertigkeiten wie Protis oder Courage können nicht gesteigert werden, weshalb sie von Beginn an drei Pfeile nach oben besitzen. Kleidungsfertigkeiten können nicht durch Synthese verarbeitet werden. Fertigkeiten, deren Parameter durch Synthese ihr Maximum erreicht haben, kannst du hochstufen. Stärke deine Fertigkeiten durch Synthese verbessern sie dann zur nächstmöglichen Stufe. Fertigkeiten sind kostbare Güter, die nicht in Läden verkauft werden. Okay. Die meisten erhältst du im Kampf. Gut, die Kristalle, die nach dem Sieg über Gegner erscheinen, sind Fertigkeitskristalle. Wenn du deine bestimmten Fertigkeiten verbessern willst, dann jag auf Monster die Kristalle fallen lassen. Himmel, Herr Gesangsverein. Ja, komm, erzähl mir ein. Okay. Wow. Okay. Ich bin begeistert. Das war ja jetzt toll. Moment mal. Habe ich denn jetzt überall noch meinen Angreifen drin? Achso. Das ist jetzt synthetisiert. Das heißt, wir sollten eigentlich immer mit dem Ding hier anfangen, oder? Oh Gott, jetzt muss sie wirklich damit rumrennen. Die Arme. Was haben wir denn hier? Okay. Sorry, I'm out of wares. Today I'm here as a customer, just like you. Okay. Light and shadow dance together. Down. Oh, der Arme. Das Schwert reicht ihm bis zum Boden. Aber hübsch gepost. Ganz hübsch gepost. It's not the safe. Okay. Wo bin ich denn jetzt, um mich mal zu orientieren? Okay, das ist jetzt offen. Und da drüber komme ich dann in das Sudviertel. Ich hoffe, ich bin dann da richtig. Okay, ist es egal, ob ich linke oder rechte Taste drücke? Oh, da ist ein Ding. Okay, raus komme ich auf jeden Fall wieder so. Du hättest jetzt nicht runterklettern brauchen, aber ist okay. The Shadow Hunter used to practically rule in the war. Okay. Wir müssen auch noch dieses komische Zinnstief finden. Aber ich habe keine Ahnung, wo das ist.
so haben wir das auch. Are you seeing this, Hope? It must be the Heretic Sanctuary. Hopefully we'll be able to find you. May you rest in peace. Ich kann den... Ich mach den gar nicht mehr Schaden. You want to be saved. Ah, das scheint wohl die Dings zu sein. Alter Schwede. With the darkness embrace you. You want to be saved. Wie lange sollte ich jetzt an den Winden schützen? Okay, das war zu spät. Eindeutig zu spät. You will be reborn. The end is close. No. Eyes to the future. Ich frage mich, wie viel Zeit mich das jetzt gekostet hat. Chaos takes away the grief. Oh, wir haben was erhalten. Like, why is he targeting you? Das möchte ich jetzt mal ganz kurz.